21. September 2024, Sternenmedium Daily, nur für dich. Herzlich willkommen an diesem wundervollen neuen Tag. Ja, gestern, du erinnerst dich, setze die Segel neu. Hast du manifestiert? Heute die Energien. Reise mit deinen Gedanken, reise physisch. Wisse, wo du hin willst. Du wirst ankommen. Denke an deine Manifestation. Es geht darum, für diejenigen, die, ja, wie kann man sagen, heute vielleicht Gedanken bezüglich der Vergangenheit haben. Was war? Ach, war das schön. Ach, hätte ich nur. Und wenn und überhaupt. Deine Gedanken, sie lassen die Zeit verstreichen, weil deine Gedanken, sie rennen. Die Gedanken in der Vergangenheit, die Gedanken in der Zukunft lassen sich nicht im Hier und Jetzt sein. Und somit hast du immer das Gefühl, dass dir die Zeit davon rennt. Zu viel, einfach zu viel. Doch im Hier und Jetzt, in diesem Augenblick, achte auf deine Atmung. Komm zu dir und du wirst sehen, die Zeit steht still. Somit, komm in deine Kraft. Das ist heute ganz wichtig. Sei im Hier und Jetzt. Und aus dem Hier und Jetzt darf entstehen. Ein Quarz, ein Amethyst. Kann dir heute die Strahlung geben, die du brauchst, um auf eine andere, neue, vielleicht für dich, höhere, bessere Frequenz zu kommen. Heute ist der Tag der Heilung. Manch einer bekommt heute oder bestellt sich irgendein Küchenroboter. Das passt jetzt wieder gar nicht, aber es kam rein. Und wer mit dem Schiff unterwegs ist oder eine Schiffreise plant, es gibt Überraschungen. Zum nächsten Vollmond, nicht dann, wenn er voll ist, zum zunehmenden Mond, kommt Kontakt, Besuch, es knüpft an den heutigen Tag an. Lass dich überraschen, vielleicht jemand aus der Vergangenheit. Hab einen grandiosen Tag, komme zu dir, bleib bei dir und nutze die Kraft in dir. Lass sie aus dir heraussprudeln und du wirst sehen, der Tag wird genial. Ciao.